Hast du jetzt die Grünen mit erwähnt? Da habe ich es nicht verstanden. Hallo. Oh, vermisst der Dämon, sucht nach Daglob in Asuna. Kann halt sein, dass man die Daglob-Quest auch einfach so kriegt? Sieg. Ich bin mir sicher, dass ich nie mit Ted darüber geredet habe. Falls du dich nicht erinnerst, Daglob war hier dieser, dieser Dämon da mit seiner, merkwürdigen Ritual. Ich bin fast sicher, dass ich das Ritual einfach so gemacht habe, ohne mich jemals mit Ted darüber geredet zu haben. Gleich mal bei WoW hätte ich gucken, ob das wirklich ein Film auf Add on You oder Bunny dann so. So schön wie die Fahnen gefahren. Für mein eigenes Szenario haben wir schon wieder mehr Schaden machen, damit ich einfach da geht. War nicht sogar von was gezielt, dass die Linken irgendwie jetzt Boss werden für uns in Berlin? Ich meine, ich habe da heute ganz viel Morgen verstanden. Ich habe gerade nicht zugehört. Dass irgendwie prognostiziert war, dass die Linken total die Bosse sein sollen, die sich mal hier in Berlin für uns. Dazu habe ich nichts gelesen. Also, den Thema habe ich halt nur gehört, dass die CDU wahrscheinlich auch wieder krass verlieren wird. Ja, das, der FDP war uns auch klar. Nee, ich habe gelesen, warte mal, was war denn? Linke Boss, SPD Boss und die Grünen waren, glaube ich, die Dritten im Bunde, die irgendwie total crank sein sollen. Aber das ist jetzt zu spät. Das war nämlich euer Handy. Behaltet eure Hände und Waffen, wo ich sie sehen kann. Die erinnern ihn. Sie kamen aus dem Meer. Holt euch den Kopf von Tiefenkommandant Zarin und tötet 8 seiner Nagerkämpfer. Tötet ihn und die Nager, die ihn dienen. Das wird jetzt nicht so cool, weil hier jetzt die ganzen Leute die World Quest. Und das ist auch noch der Typ von der World Quest, ne? Oh, um Himmels Willen. Aber dann brauche ich mich ja nicht wundern, dass sie hier mal den. Ich musste erst kriegen. Etwas anvisieren. Nee, schneller! Ich brauche ein Ziel. Ach, wir brauchen seinen Kopf. Okay, ich wollte gerade sagen, der hat ja gar nicht gezählt. Wie viel waren das nochmal in Mecklenburg-Vorpommern für die AfD? Weißt du das noch? Ich glaube bei 20% oder so. Ach so. Wie viel brauchen wir? 8. Ich kann nur so will, kann der eh so lange, aber machen nicht ein und gleichzeitig verbot werden. Das ist wichtig, übrigens immer noch ein. Ich habe kein Ziel. Sag mal, kennst du eigentlich den Uber-Hexor-Trick hier mit dem, bei der World Quest, du musst ja hier die Nachtwächter versammeln. Wusstest du, dass du einfach da hinten... Einfach da hinten hin und die Masse und einmal... Bam. In die Patrouille, genau, in diese riesige Patrouille. Ich denke mir, ey Leute, ihr macht die hier alle einzeln? Natürlich habe ich das niemandem gesagt. Hab ich weggeschlichen und hab die paar, die da so zusammenstehen. Das hab ich auch so gesagt. Er sagt mir so, kann doch nicht wahr sein. Hingehen, bam. Ja. Ich glaube, ich hatte da auch so ein biblisches drin von dem Blizzard, wenn ihr. Das ihr könnt mir nicht erzählen, dass das Absicht ist. Und dann hat es geklappt. Ich muss nicht. Ja, wenn du irgendwo ein Resin schreien, weil ich gesagt hast, eben wieder den Kopf. Oder Schätze. Wobei Schätze habe ich einfach noch gut Glück gesucht. Yay, kurze Geschichte der Ion. Ich kann dir die ganze Story erzählen, so oft wie ich diese Schriftrolle schon gefunden habe. Oh, kann ich. Da lang. Was war denn das höchste Artefaktmacht-Dingelchen? Also, wie viel Artefaktmacht auf einen Schlag du jemals bekommen hast? Weißt du das noch? Keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte eins mit 3075 oder so. Die kam aus dem Meer. Ein episches, logischerweise. 709. 700. Okay, ich nehme die Korne.
Prinz verwundet ist. Trefft euch mit Nachtwächterin Idri am zerfallenen Palast. Asha Fela. Na, meinetwegen. Ich werde euch zu Prinz Verundis bringen, wenn ihr es wirklich wünscht. Gut. Spuckt ihn von mir an, falls ihr die Gelegenheit habt. Wir wissen auch so, wo der wohnt. Sie hat übrigens auch eine bekannte Stimme. Die Tuse. Ein fremder Hommlich ist ja ein Assassine, der sich endlich um den Prinzen kümmert. Ihr mögt den alle nicht, oder? Ich nu Daldieb. Es ist unser Fluch. Bis auf die Knochen, sammelt 55 gestohlene Nachtelfenknochen ein. Ein ziemlich langer Spaziergang. Sucht nach dem ältesten Aldrit. Euch die Sterne leiten. Was führt euch hierher? Spazieren gehen! Der besucht vermutlich diese ordinären. Dieses ordinäre Mädchen, von dem er so schwärmt. Kennst du? Der Magister der Mixologie sammelt 6 Arkanen gesättigte Eier ein. Was ist das? Kochen? Sieht nach Kochen aus. Del Nades. Diese Eier sorgen für das perfekte Zusammenspiel aus Konsistenz und Arkana Macht, das für meinen Cocktail benötigt wird. Das Auge trinkt mit. Sammelt die 6 Augen von Gangamesh ein. Magister Gauhot verlangt nach allen 6 Augen von Gangamesh, um seinen neuesten Supercocktail zu dekorieren. Mögen euch die Sterne leiten. Fucking git. Wie darf ich helfen? Viel Glück. So, Attacke. Murlocs, Hydra, Knochen. Ist das nicht der Typ, der sich unter Wasser verlaufen hat? Ich erinnere mich da irgendwie grob. Das war genau der. Da ist man schon mal Tank und was macht der scheiß Heilerpult selber? Ich fühle mich beleidigt. Ich bin hier nochmal doppelt. Das ist mein Anstand jetzt wenigstens zu sterben. Ich hab was zu lachen hab. Ich brauche ein Ziel. Gut. Dazu. Was ist das? Achso. Flaschenpost. Bringt Ukunas Nachricht zu Lady Iris. Nö. Okay, ich werde jetzt nicht alle einzeln looten, nur um festzustellen, dass keine Dinger. Ich glaube, ich klaue ihm gerade sein Erz, aber ist mir egal. Upsi! Hui. Möge der Gezeitenherrscher. Es gibt nämlich auch. Kennst du Mr. Murgleton oder so? Sagt dir der Name was? Ja. Das ist echt weit entfernt. Wo ist der? Nicht Finny Murgleton. Der Finny. Es gibt irgendwann einen Mr. Murgleton, einen Murloc mit einem Schnurrbart. Keine Schnurrbart geht, also kann ich nicht sagen. Ja, weil ich. Ja, Leute hab ich schon mal, aber. Okay, den habe ich nämlich auf Reddit gesehen. Und hab gemerkt, das habe ich auch nicht. Das kann sein, dass ich wieder einen Murloc in der Richtung gefunden habe. Ja. Ist ja am Rand Richtung Asuna. Da fängt es wieder an. Nicht Richtung Asuna. Zwischen Asuna und Surama. Also. Da verloren ist das. Und ich bin nicht der Einzige, der Surama für unglaublich sexy und erotisch hält. Auf Reddit gibt es das. Ich habe ein Subreddit gegründet. Surama Sexual. Wir stehen auf Städte. Interessant. Oh, mein Surama wird zwar so ein Loch hier im Bett groß genug ist. So ein Messelfen, da kann man sich ja nicht dran bereichern. Dann nimmt man lieber direkt die Stadt. Aufgewertet. Veilchen Blaue Perle. Mögel hat sie Troggel weggenommen. Der hat sie von Ruggel gestohlen hatte. Der Perk dafür getötet hatte, der. Ich wollte jetzt das Ende der Geschichte wissen. Gehen die eigentlich auch diese, sag schon, diese Kirito-Quest voll auf den Sack? Welche?
die Kirintor World Quests. Generell alle. Nö, ich finde die eigentlich ganz cool, also so als Abwechslung halt, weil das ist ja halt doch irgendwie so töte die, damit sie ein. Also ich mag neben den ganzen Quests in Surama. Wobei ich sagen muss, die an sich coolste Quest wäre ja in der Theorie diese Armee-Quest da. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Armee der Verdorbene? Ja, genau. Aber die geht mir so tierisch auf den Sack. Was sollen wir machen? Ach, noch Eier sammeln. Okay. Eins. Nee, vor allem hier diese Labyrinth-Dinger, die finde ich ganz cool. Wo man halt doch mal ein bisschen das Gehirn anstrengen muss. Ja gut, es kann sein, dass ich da, das war kurz vorm Server-Down, dass ich da ein bisschen gelitten habe und so ein Vietnam-Flashback jetzt jedes Mal habe. Weil bei mir hat er das Labyrinth nicht richtig zurückverfolgt, er hat irgendwie geupdatet und dann ging's wieder. Aber dann hat er mir schon gesagt, nö, du hast das Labyrinth verlassen. Schade, fang von vorne an. Das Freundliche daran war aber, dass es nicht immer wieder von vorne anfing, sondern einfach nur, dass du das aktuelle Labyrinth einfach nur wiederholen musstest und nicht alle drei. Was sehr nett ist. Ja, was mir richtig auf den Sack geht, sind diese Gasblasen. Das ist mir nicht gerade eingefallen, weil man für eine Gasblase hier oben auf den Tempel hoch muss. Finde ich auch ganz easy. Ne, easy sind's, aber die gehen mir auf den Sack, weil es lange dauert und man nicht vorankommt. Was ich irgendwie cool finde, das hat aber persönliche Gründe, ist die neue Bomber-Quest in Surama. Hier im Norden, wenn du weißt, welche ich meine Sache hat, dass du hier auch. Ich muss näher ran. Da ist ja in Surama diese Quest, wo diese eine Flatter-Bombe steht. Und nach Surama City an zwei schönsten finde, diese ja, Balkonstadt, nenne ich sie jetzt mal, die da so hängt. Die am Hang. Und auch wenn es eine stinknormale Bomber-Quest ist, ich habe bis jetzt immer richtig geile Items von der Quest bekommen. Richtig sexy Bitch-Kram. Da hatte ich gestern halt, was die erzählt habe, wo dann mein Item, der auf 50 aufgewertet wurde. War das bei der Quest? Ja. Siehste? Keine weiteren Fragen. Die ist wirklich cool. Vielen Dank, Franda. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe ein lautes Krachen gehört und schon steckte ich unter diesem Balken. Seitdem warte ich noch. Nur noch. Friede sei mit euch. Wo ist denn jetzt das liebliche Mädchen hin? Der alte Lüstling. Vor allem, der war früher schon der Älteste. Was ist er denn heute? Erzdruide. Weißt du eigentlich, was er als Dämoniker später für einen Titel kriegt? Rächer. Rächer? Ernsthaft? Mhm. Ja, der ist dies schon darüber so aufgeregt. Das ist ja mal hart lame. Kann ich nicht irgendwie, Verräter oder so kriegen, so wie Illidan? Ich möchte eine Petition unterschreiben dafür. Ist man ja nicht mehr, man ist jetzt cool geworden als Dämoniker. Man gehört ja dazu. Tja, dann irgendwie Esseka, der Konformist, Komma, genau. Ich habe mein Volk enttäuscht. Kuss auf die Knochen. Ja, wir sind jetzt nicht mehr Emo und wollen gegen den Strom kommen. Auf ein Wiedersehen. Auf der Spur des Gezeitensteins begleitet Prinz Verondis zu den Ruinen von Nathan. Vertraut niemandem blind. Noch nicht. Vor allem nicht euren Anführer. Ein ziemlich langer Spaziergang. Albert, ihr habt euch doch nicht mit dem Dienstmädchen getroffen, oder? Was? Nein, natürlich nicht. Ich habe eine andere Dame beehrt. Du geiler Stecher. Hat er nicht beim letzten Mal noch irgendwie erzählt, dass er noch bei 20 anderen war? Nee. Flaschenpost. Infiltriert die Schiffbruch-Arena. Gelangt in die Schiffbruch-Arena und findet Okuna Langfall. Ich kann nicht mehr quatschen. Die Riesen befinden sich im Südosten. Es gibt mehrere Wege in die Arena. Viel Glück. Ich bin geehrt. Der Magister der Mixologie. Viel Glück. Mal lernen. Entschuldigt bitte, hallo? Hi. Ach ja, jetzt kommt Hinomi, stimmt. Der kommt nämlich, wenn man das erste Rezept erlernt, und das kriegt man im Pack fest. Das Auge trinkt mit. Lebt wohl. Wollt ihr etwas kaufen? Zu viele Köche, sucht Nomi in Dalaran auf. Mögen euch die Nebel beschützen. Besucht mich in Dalaran, wir können Rezepte austauschen. Oh oh. Garuhat, er ist explodiert. Ich bin frei! Yay! Yeah. Ist ein glücklicher kleiner Irwisch, der durch die Wand abgehauen ist. Interessanterweise.